Freitag ist Filmtag und deswegen reagiere ich heute auf richtig schlechte Marvel-Witze. Let's go! Bucky ist momentan ein gutes Beispiel. Er trägt eine Maske und halbiert seine Kontakte. Ja. What was the first thing that Thanos snapped? Loki's neck. Oh, ja. Too soon. Warum trifft Nick Fury nie das Ziel? Wegen seiner Augenklappe? Weil er immer shield. Oh mein Gott, ist der schlecht. Wie viel kostet es, Tonys Familie umzubringen? Ein Buck. Where can you find Spider-Mans Homepage? On the web? On the web? Yeah. Avengers spielen Fußball. Okay. Chris freut sich. Er ist Torwart. Oh Gott. Am Ende war Tony doch nicht so stark. Ich dachte, da ist ein bisschen mehr Substanz drin. Das sind schlechte Marvel-Witze, da ist keine Substanz. Ja, das stimmt schon. Kennt ihr irgendwelche richtig schlechten Marvel-Witze? Haut's in die Kommentare. Why is Thor's brother great at sneaking around? Irgendwas mit Loki oder so? He is very low-key. Ja. How do Ant-Man and the Wasp travel? Through the quantum realm? They take the bus. Okay, ja. Knock, knock. Who's there? Doctor. Doctor who? No, Doctor Strange. What does Groot say when he becomes angry and acts brutish? I am Groot. Ja. Das war's. Tja. What does Tony Stark use while cooking? An oven? Stove? Pepper. Pepper. Where do the Avengers go to get their laundry pressed? To Iron Man? Iron Man. Ja, der ist richtig dumm. Aber es ist schon der dritte, den ich erraten habe. Why was Iron Man not satisfied with his new assistant? He wasn't happy. Man kann Happy Hogan halt einfach nicht austauschen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Falls ihr Spaß dabei hattet, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr zu diesen Dad-Jokes oder zu diesen Marvel-Jokes gedacht habt. Ansonsten sehen wir uns nächsten Freitag wieder, wenn es wieder heißt Filmfreitag mit Felix. Bis dann, ciao!